Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zum nächsten Part von Pokémon. Ja, vom Rüstungsinsel DLC. Im letzten Part haben wir unser Dakuma entwickelt zu dem Wolaozu. Und dann wurde uns gesagt, dass Wolaozu noch eine Giga-Dynamax-Form hat. Und um die aufzulesen, müssen wir irgendwas finden. Hopp dachte vielleicht, dass es ein bestimmter Nektar im Fokusforst ist. Deswegen stehe ich hier auch schon und da seht ihr auch schon Hopp. Und ich würde sagen, wir begeben uns da einfach mal rein. Okay, Hopp, was hast du uns zu sagen? Let's go. So, da bist du ja endlich, Nino. Anders als im Würscheinwald ist es hier total schwül. Ich bin jetzt schon völlig verschwitzt. Sanya und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Nachforschungen in so einem kalten Schneegebiet an. Ich wünschte, ich könnte ihr was von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den Fokusforst etwas unter die Lupe genommen. Wie es scheint, leben hier Drisella und Knapfel. Vielleicht geben sie uns ja was von dem Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Und vielleicht bekommen wir so den Honig, den Wolaozu mag. Pfeife. Okay, müsste ich jetzt welche finden? Da ist ein Lilminip. Das ist aber kein Drisella. Was los? Ah, ein Lilminip. Wenn sich Lilminip weiterentwickeln, werden sie zu Drisella. Und die suchen wir. Minip? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Lilminip, oder? Es ist schwer auszusprechen. Es sieht traurig aus. Jetzt, wo du es sagst? Es ist noch klein, vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Lil Piep. Wow, suchst du etwa wirklich nach deinen Eltern? Na toll, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Nino. Beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Liminips Eltern. Wenn du einen Drisella siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Liminip ist so anhänglich, dass ich Angst hätte, es unterwegs versehentlich drauf zu treten. Oh Mann, Alter. Okay, dann müssen wir jetzt wohl einen Drisella finden. Das kriegen wir doch hin, oder? Wo seid ihr denn? Ein Hutsasa? Sind das deine Eltern? Ich glaube nicht. Ein Enteron. Ein Urgel. Ein Tangela. Vielfalt an Pokémon hier. An Pokémans, an Pogis, Pokémon. Die Version von Pokémon ist, glaube ich, immer noch Pokémon. Drisella? Drisella? Wo bist du? Wo seid ihr? Ich könnte ja ein bisschen schneller fortbewegen mit dem. Da ist eins! Dris! Na, das sieht doch nach einem Elternteil aus. Erstmal das Item. So, sag mal an. Erstmal so rumhüpfen. Zella? wir haben, vermisst du, Dress? Der Zella folgt dir. Okay, dann komm mal mit. Wo war Hopp, ey? Ich verirre mich hier, glaube ich, jetzt. Ist noch irgendwo ein zweites? Drisella? Nein, geh weg. Overhop. Da kommt Drisella, kommt der hinterher. Okay. Wo war er denn? Keine Ahnung, wo ich mehr lang gelaufen bin. Dieser Wald ist echt verwirrend. Oh Mann, Alter. Das Ding ist ja auch, man sieht ihn ja nicht von weit. Der muss ja auftauchen. Riesenpilz. Hoppy. Hoppy? Da ist er. Haha. Ich habe einen Drisella gefunden, Hopp. Anina, du hast Drisella dabei. Dress? Lil? Hehe, die beiden sehen sehr glücklich aus darüber, sich wieder zu gefunden zu haben. Dress, will sich etwa bei dir bedanken? Zella? Oh, das ist Nektar aus Drisellas Blüte. Drisella! Lililililil.
Oh Mann, Alter. Ich frag mich, wie sich die echt gefühlt haben im Anime, Alter. Die müssen halt wirklich die ganze Zeit so eine Sachen aussprechen für Pokémon. Alter. Mach's gut, Lemine und Dressella. Ach, ich muss mein Team wieder einfügen. Wartet mal kurz. Ich bin komplett unvorbereitet. Ich muss ja eigentlich das Ding entwickeln. Und ich hatte das Team auch noch gar nicht im Team, also, nee, alles gut. Dressella hat uns tatsächlich etwas von seinem Nektar abgegeben. Ich hoffe, er wird Valolos Ansprüchen gerecht. Ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben, eher dünnflüssig. Naja, wir haben zwar nicht den richtigen Nektar gefunden, dafür aber eine gute Tat vollbracht. Okay, probieren wir als nächstes mit Knapfelsnektar. Okay, hopp. Why are you running? Hast du kein Fahrrad? Lol. Ich sehe auch noch keinen Knapfel, aber ich sehe eine TM. Haha, haha, haha. Oder ein TP oder was auch immer. Schlammwoge. Oh, das könnte man vielleicht Gengar beibringen. Oh, ein Krebskopf. Wo ist hier ein Knapfel? Hä, was machst du da unten? Lötz. Knapf? Was habe ich jetzt hier irgendwas gefunden? Ein Knapfel. Ah, ein Knapfel. Kna? Knanana? Daisy me rolling. Hey Knapfel, warte. Komisch, das ist irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Da bin ich mir sicher, dass es in diese Richtung davon gedunkelt ist. Suchen wir das Knapfel. Vielleicht muss ich am Baum schütteln, oder? Was ist denn mit diesem Bärenbaum? Kna! Das Knapfel ist dir auf den Kopf gefallen. Erstmal rollen. Och nee, es haut schon wieder ab. Nino, ich sag's ja nur ungern, aber du hast da was Nasses auf dem Kopf. Aber kein Grund zur Panik, das ist bestimmt Knapfels Nektar. Es ist zwar abgehauen, aber wir haben es trotzdem, was wir wollten. Ob Knapfels Nektar den Ansprüchen von Volozu gerecht wird? Schlägt er erstmal meinen Kopf, alter Junge. Der hat gerade safe einfach meinen Kopf abgeschlägt, Junge. So werde ich euch dann auch auf der Gamescom begrüßen, ich werde euch einfach den Kopf ablecken. Ne, ist überhaupt nicht zähflüssig, sondern mehr wie Saft. Das ist leider nicht, wonach wir suchen. Weder der Nektar von Dressella, noch der von Knapfel ist der, den wir suchen. Die sind einfach nicht zähflüssig genug für Wulaozu. Der Nektar von Blumen und Früchten ist also süß, aber nicht besonders zäh. Wir haben bei Honig sofort an Pflanzennektar gedacht und im Wald danach gesucht. Vielleicht war das eine falsche Spur. Toxi. Boah, ein Toxi-Pet. Die kommt man nur ganz selten zu Gesicht. Die sehen zwar niedlich aus, sind aber gefährlich, da sie mit den Stoffen, die sie aufnehmen, in ihrem Körper ein zähflüssiges Gift produzieren. Oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, kein Honig. Ja, darauf hättest du ja auch mal selber schneller kommen können, oder? Honig entsteht erst, wenn der Nektar im Körper eines Pokémon umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar zu Honig, zu dickflüssigem Honig. Ja, das muss es sein. Und wir wissen ja, welche Pokémon Blütennektar aufsammeln und bewahren. Wadribi. Ganz genau, Bienenstock-Pokémon. Mit anderen Worten also Honweisel. Hast du schon mal eins gesehen, Nino? Wir sind ja auf der Rüstungsinsel. Lass mich mal überlegen. Sie müssten auf der sechseckigen Insel in der Nähe des blauen Turms leben. Nichts wie hin. Auf geht's, Nino. Ah, zum Turm des Wassers. Na dann, würde ich mal sagen, schneide ich euch den Weg dahin. Wabeninsel. Na, das klingt doch gut, oder? Guck mal, da ist doch auch Mr. Hopp. Okay. Da bist du ja, Nino. Warte, die gibt es ja jede Menge hier. Zähflüssigen Honig haben aber nur Hornweise und denen fehlt jede Spur. Der Energiequellendetektor, den mir Sania geliehen hat, schlägt aus. Ein Baum. Er reagiert auf den Baum hier. In diesem Baum ist irgendwas seltsam, den sollten wir uns mal näher ansehen. Vom Baum
weht ein klarer, süßer Duft herab. Bisschen Baum schütteln. Ja klar, so einen dicken Baum schüttel ich doch easy hier mit meinem krassen Oberarm, ne? Läuft. Jetzt hier richtig. Ne, ich wackel täglich solche dicken Bäume. Ja genau, so stark wackel ich den. Was ist das? Wei, wei, wei. Ah! Unweise. Ist das jetzt ein Giga-Ding? Oh oh. Es ist ein Giga-Hunweise. Ach du Scheiße, okay. Schwieriges Thema. Ich hab nur Wolaosu. Gut. Läuft bei mir. Singers Käferflug. Kann ich dagegen irgendwas machen? Kampf. Ich kann auf jeden Fall Dynamax, das ist schon mal gut. Ich habe deiner Dunkel und deiner Stahlzacken. Ich würde sagen, wir machen die Stahlzacken. Nee, nicht die Stahlzacken, sondern deiner Dunkel, weil das ist Step. Und normal effektiv, das dürfte passen. Let's go. Ich werf den Pokéball hinter mich. Ein Dynamax Lowly. Yeah. Man. Let's go. Zack, bam, pow. Hat schon mal okay einen Damage gemacht. Deiner Faust. Was? Stinkst ja wohl. Level 69. Angriff steigt. Aber ich heile mich, weil ich Überreste habe. Pfeifett. Deiner Dunkel. Hat das Ding Erzwinger? Ich kann das Vieh, glaube ich, nicht besiegen. Ich hätte vielleicht mein volles Team ausrüsten sollen. Ja, moin. Läuft bei mir. Ja, das war's. Wir sehen uns gleich wieder. So blöd kann auch nur ich mich anstellen. Aber gut. Wir schaffen das jetzt, weil jetzt habe ich wieder mein volles Team dabei. Dakuma habe ich jetzt noch nicht zu Wolaosu geändert. Hey. Ja. Yeah. Hon, wei, wei. Wei, wei, wei. Hon, Weisel. Let's go. Dynamax-Kampf. Oh, yeah. Okay, ich denke, ich werde trotz des Käferflugstyp erstmal eine Kampfattacke im Dynamax einsetzen, damit mein Angriff steigt. Und ich dann mit zwei Eisattacken komplett rasieren kann. Natürlich, er kann eine Kampfattacke, aber das dürfte nicht so viel Damage machen, weil erstens ist es kein Stab. Zweitens, physische Werte von Hornweise sind, glaube ich, nicht die stärksten. Das heißt, wir dürften das überleben und dann ordentlich reinschnippeln. Mit den Eisattacken. Guck, da haben wir nämlich die Deiner Faust. Zack. Ach du Scheiße, macht das viel Damage. Okay, dann mache ich, weiß ich nicht. Kann ich wechseln? Ist mir erlaubt zu wechseln oder darf ich nur mit einem Pokémon kämpfen? Erstmal eine Heilung ein. Hm.
Ding überlebt nicht. Scheiße. Na gut. Ich werde zu Zacian wechseln. Und dann mit dem Gigantenhieb probieren, irgendwie das Ding rauszunehmen. Ich probiere mal einen Schwertanz zu setupen. Ich hoffe, es killt mich nicht direkt mit One-Hit. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das war gerade nicht dein Ernst, oder? Du hast nicht meinen Boost wieder zunichte gemacht. Damage. Nochmal einen Gigantenhieb. Sehr gut. Dann geht jetzt zu Libeldra und ich werde ein paar Drachenklauen rausknüppeln. Jetzt reicht's mir. Und vielleicht bekommt er sogar Beulenhelm-Damage. Wenn es eine physische Attacke ist. Drachenklauen. Macht echt nicht viel Damage. Kampf trifft er mich nicht, alles andere ist nicht sehr effektiv. Jetzt reicht's. Außerdem bin ich schneller. Gengar macht dich jetzt platt. Komm schon. Ich fokus sehr auf dem Ding. Ach nee, ich bin so gut mit dem befreundet. Alter, das Feature gibt's noch. Wie geil. So, jetzt hau den Spukball raus. Ding nimmt mein komplettes Team auseinander. Ich glaube, ich verliere schon wieder. Ach Mann, ey. Nervig. Ach nee, ich darf zuerst angreifen. Ich habe nicht verloren. Geil. Und jetzt weg mit dir, du Mistvieh, und gib mir deinen scheiß Honig. Du ein Müll. Mich das Salty. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Na also, durch den heftigen Kampf ist eine Wabe deiner Honig, Honig von Dynamics 700 hergestellt, wird unter dem selben Effekt wie ein Top-Beleber. Wir sollten zwar ein Honweise finden, aber muss es gleich ein Dynamaximiertes sein? Ich war regelrecht gelähmt vor Schock und konnte nichts tun. Das nenne ich mal sehr flüssigen Honig. Der ist mit Sicherheit dieses Etwas, das Wolaouzu so mag. Ich wusste es. Der Energiequellendetektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsinsel gibt es also mit den Pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dynamics-Phänomen in Verbindung stehen. So viele Dinge warten nur darauf, entdeckt zu werden. Da macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann, wir haben das Etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Dojo. Machen wir. Kann man ja hinfliegen. So, das machen wir jetzt auch noch. Jetzt will ich sehen, was wir machen können. Ich fliege zum Dojo. Yes, bitte. Und da sind wir. Let's go in the Dojo.
Yeah, man. Da wird doch das Voldy in der Pfanne verrückt. Ihr seid schon wieder zurück? Hm, das ist aber ein süßer Duft. Hey, Sie haben eine gute Nase. Unsere Suche nach dem Deiner-Honig, den Volaoso so lieb, war erfolgreich. Na sowas, das ging ja ratzfatz. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine Herausforderung zu groß. Verstehe, hehe. Aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Dynamax-Honig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt. Starke Leistung, Nina und Hop. Sie hatten also doch nicht vergessen, worum es sich bei diesem etwas handelt, wie? Hehe. Mit etwas deiner Honig in der Dinosuppe würde es sicher auch Volaoso schmecken. Lao, Nino, du hast nun ziemlich alles erlernt, was wir dir im Master Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass auch ich mal ein bisschen trainiere. Sobald du bereit bist, mit mir aufzunehmen, kommt zum Kampf das in den Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Das sehen wir dann aber erst im nächsten Part. Wir füttern jetzt erstmal die Deiner-Suppe an Volaoso. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft macht. Er ist der Meister meines Bruders. Das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also pass auf und nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich hergekommen bin. Viel Erfolg, Nino. Gib alles wie immer. Wenn du gegen Maastricht kämpfst, werde ich sofort zur Stelle sein und dich anfeuern. Das will ich doch hoffen. So, ich möchte jetzt erstmal Volaoso füttern. Jo. Okay. Wir müssen erstmal Pilze sammeln. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part bin ich dann ready mit den Pilzen und wir werden gegen Meister Maastricht kämpfen. Seid also gespannt, was da kommt und ja, ich hoffe, ihr seid gehypt und schaut auch wieder rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Nino.